Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Ich aktiviere gerade noch die Musik. So, dann können wir auch. Ja, in der letzten Folge haben wir hier angefangen, die Villa für uns zu bauen, also die Villa des Wolfes. Und in dieser Folge möchte ich natürlich jetzt weiterbauen. Ich habe auch eine zweite Map gebaut, wo man dann wo ich weitergebaut habe, wie es ungefähr ausschauen sollte. Das habe ich damals in der vorherigen Map auch gemacht. Allerdings hat es mir dann im Endeffekt doch nicht mehr gefallen. Deswegen habe ich mich eben umentschieden und habe gesagt, wir machen das jetzt so, dass wir komplett neues Haus bauen. Normalerweise habe ich die Villa praktisch, also die Höhle eher gesagt, einfach nur erweitert. Und das war mir dann irgendwie zu schade. Ich hätte es euch zeigen können, aber ich habe die Karte halt jetzt eben schon gelöscht, weil es halt scheiße. Und deswegen machen wir hier jetzt einfach weiter. Mal schauen, wie weit wir in dieser Folge kommen werden. Ich hoffe natürlich ziemlich weit. Weil ich möchte da die Mauer, also das Grundbild vorne, jetzt fertig kriegen hier in dieser Folge. Oder ich versuche es zumindest. Damit wir hier die Optik weitermachen können, also weiter dann bauen können und auch langsam einen Spielfortschritt sehen. Deswegen werde ich da ein bisschen Gas geben, nicht mehr so viel stehen bleiben. Ich versuche es, wie gesagt, immer wieder. Und ja, schauen wir mal, wie weit wir jetzt in dieser Folge kommen werden. So. Ich muss mich nur entschuldigen, falls es im Hintergrund mal miauen sollte oder krachen sollte. Ich und meine Freundin haben eine 2,5 Monate alte Katze bekommen. Die ist jetzt erst den dritten Tag hier. Das ist natürlich alles neu, muss man erkunden, ist ja logisch. Ich hoffe, ihr habt aber dafür Verständnis. Weil das kann ich leider nicht steuern oder muten. Weil ich weiß nicht, wann sie miaunt. Da müssen wir das auch noch weiterbauen, dass wir hier eine Seite haben oder einen Block entfernt haben von der Mauer. Also wie gesagt, wenn sie miauen sollte, bitte ich dies zu entschuldigen. Liegt aber einfach daran, dass sie ziemlich jung ist, bei Essen bekommt sie. Genauso wie die große ältere Katze, die hatten wir gleich am Anfang des Videos auch kurz da unten sitzen sehen. Das ist die älteste, die ist 5 Jahre alt. Und jetzt halt eben noch eine 2,5-jährige. Die war aber ganz süßes. Aber halt eben auch noch sehr viel spielt. Will jede Ecke hier im Wohnzimmer kennen, beziehungsweise in der ganzen Wohnung. Was ja ziemlich verständlich ist. Macht, glaube ich, jede Katze
Wenn sie irgendwo neu ist. Das heißt, glaube ich, macht hier die Katze eben, wenn sie neu in einer Wohnung ist. Beim neuen Wohnung. So. Ja, ihr dürft es dann auch in den nächsten Tagen auch sehen. Ich fange den Landwirtschaftssimulator neu an. Mit einer neuen Karte. Ich hoffe, dass ich dies auch weiterführe. Das ist halt bei mir immer so eine Sache, aber ich habe verständlich, ich habe 40 Stunden Woche im Hauptjob. Da bleibt nicht mehr ganz so viel Zeit für YouTube. Meistens halt dann nur in meinen freien Tagen bzw. im Urlaub, wenn ich habe. Weil ich eben YouTube nicht als Vollzeitjob mache, sondern eben nur, ja, als Hobby, sagen wir es mal so. So, dann müssen wir das gleiche hier hinten machen noch. Dass wir auf beiden Seiten gleichen Stand sind. Da habe ich natürlich einen Fehler gemacht, dass ich da runtergerufen bin. Egal. Müssen wir halt nochmal kurz außen rumrennen. Ja, das Haus kommt auch irgendwann mal weg. Das ist natürlich logischerweise erst, wenn das fertig ist. Aber das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Meine ich mich zumindest zu erinnern. So. Dann machen wir das da. Nicht gleich erweitern. Jetzt ist fast wieder runtergefallen. Zack. Jetzt bin ich runtergefallen. So, dann ist das jetzt schon mal erledigt. Dann machen wir hier die Front weiter. Dann kommt nämlich hier nochmal eine Fensterscheibe hin. Und hier kommt nämlich... Nein. Entweder noch ein Dreierfenster machen oder wir machen nur ein Zweier. Machen wir hier gleich. Ne? Gerade sich. Hätte mir vor dem Start der Folge eigentlich mal anschauen sollen, wie ich das andere gebaut habe. Das hätte ich gleich machen sollen. Shit happens. So. Irgendwie hatte ich doch noch Glasblöcke, glaube ich. Habe ich keinen mehr. Hier habe ich 11. Ich hatte gleich doch hier noch einen, aber täusche ich mich.
dachte, ich hatte noch welche. Ach, genügend. So. Müssen wir aber jetzt erstmal craften. Ich glaube, das war so. Jo. Dann 40 reichen erst einmal. Tun wir das erst einmal da rein. So, brauchen wir hier noch was? Ah, Eichenholz könnte brauchen wir sowieso immer. Sonst brauchen wir nichts erst einmal. So. Dann haben wir die Seite jetzt abgeschlossen. Das gleiche müssen wir natürlich parallel auf der anderen Seite machen. So. Und so. Ach, sowas darf mir natürlich nicht passieren. So. Dann haben wir jetzt eigentlich die Front soweit erledigt. Jetzt können wir innen drin noch ein bisschen Licht machen. Damit es nicht allzu dunkel bleibt. Zack. Zack, zack. So. Dann haben wir das jetzt soweit erledigt. Hier drüben will ich dann rein nur Zweierfenster machen. Natürlich so nicht. Sondern so. So. Und so. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder Glasscheiben. Ja, macht stimmt, dann kann er hier nicht über die Zäune drüber hüpfen, das wäre zu viel zu leicht. Dann machen wir doch die da. Ja, viele fragen sich jetzt bestimmt, warum ich jetzt hier immer zwei Blöcke dazwischen freilasse, nicht eins. Das liegt daran, weil wenn ich dann zum Beispiel Zwischenwände einziehen werde oder möchte, weil ich will ja nicht nur einen großen Raum haben, dann habe ich nämlich die Möglichkeit, es so zu bauen, dass es immer mit dem Fenster einschließt oder halt eben ausschließt, je nachdem, wie man es jetzt baut. Aber es ist halt dann eben leichter.
Ich muss hier drin schon Türen und Fenster, also Türen zumindest einbauen. Weil da wir irgendwann mal die Monster einschalten werden, wäre das ein bisschen vom Vorteil, wenn wir hier dann die zumachen können. Weil wir könnten theoretisch hier auch noch so zwei Säulen hochziehen, dann haben wir hier, können wir rechts und links die Tür einbauen. Oder wir machen hier noch einen Holzrahmen, Steinrahmen rum. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Das schaut auch nicht schlecht aus. Lassen wir es, dann können wir hier nämlich eine. Ich hoffe, da muss ich schauen, weil da gefallen mir nämlich die Schwarzeichentüren. Dann können wir nämlich die Türen machen. Na gut, ich brauche jetzt aber keine. Drei Türen noch momentan nicht. Genau, so schaut das dann schon besser aus. Aber somit ist das jetzt erst einmal hier abgeschlossen. Aber wie ich sage, machen wir den unseren ersten Raum, weil hier kommt der, ist ja der Eingang sozusagen zum Mining-Lager. So, und da meinte ich eben, dann kann man das jetzt besser nämlich einteilen. Dann hat man nämlich hier wie so einen kleinen Raum. Natürlich ohne solche Fehlpatzer zu machen. Da hat man nämlich hier den Eingang, wo wir dann auch noch Türen hinmachen können. Haben wir unseren ersten Raum. Noch mal Licht hin, damit wir auch was sehen. So. Und so, dann haben wir hier unseren Raum. Jo! Da haben wir es ja doch noch geschafft, unsere Front fertig zu kriegen. Ja, schaut doch nicht schlecht aus. Zu viel mit Cobblestone, aber das. So. Jo, gefällt mir. Ich würde sagen, das war jetzt eine gute Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Video oder beim nächsten Mal hier im Klötzchen-Simulator, hier beim Bau der Villa des Wolfes. Ja, ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Mir hat es persönlich gefallen. Wir haben jetzt ziemlich viel geschafft in der Zeit. Oder was heißt viel geschafft? Wir haben jetzt einen Fortschritt gemacht. Wir haben den ersten Teil fertig. Ich möchte jetzt dann noch dreimal. Drei so Fenster hier hinten hin machen und dann praktisch abschließend, dann ist das Haus nämlich fertig. Dann haben wir nämlich hier sechs Fenster, genauso wie hier vorne sechs Fenster sind.
Dann geht es auch irgendwann in der nächsten Zeit weiter in Sachen zweiter Stock. Natürlich auch Keller. Und ich habe geplant, dass wir, wenn wir hier das Haus endet, ja ungefähr hier hinten, dass wir das hier alles noch wegbuddeln werden. Und dann so einen Pool runterfahren, dass wir unten so eine kleine Terrassenplattform machen. Finde ich nämlich ganz so. Ja, ich bedanke mich wieder, oder wie schon gesagt auch, fürs Zugucken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, lasst es krachen, haut rein, tschüss.